Ja, grüß euch, Freunde. Ich habe leider erst jetzt Zeit gefunden, wo es schon fast finster ist. Es hat geschneit. Und ihr könnt jetzt Augen und Ohren zeugen werden, wie ich meine ersten Meter auf richtigem Schnee versuche. Es ist wahnsinnig rutschig. Aha, das Schloss ist eingefahren. Super. So, da. Mit der Hand ein bisschen aufgewärmt. Und jetzt Zündung an. Power Mode full. Na, schauen wir mal. Aha, na, es hat einen Grip. So, da geht es jetzt steil und schief bergauf. Na, hey, wow, bist du deppert. Okay, auf der Regenrinne habe ich jetzt einen Slide gehabt. Na, das hat einen Grip. Das hat einen Grip. Ja, Donuts kann man machen. Na, ich hab geglaubt, da wäre jetzt. Ich glaub, da wäre jetzt gleich sofort auf der Goschenling. Kann man einen Rolling Burnout machen? Ja! Rolling Burnout! Haha! Leiwand! Okay, Leute. Es ist mir schon zu finster. Schöner Donut. Es ist mir schon zu finster. Die Kamera filmt wahrscheinlich scheiße und grüßelt. Morgen Vormittag, wenn ich Zeit habe, bei Sonnenlicht, schau, sieht man den Slider. Dann gibt es mehr zu sehen. Bis gleich. Neuer Tag, neues Wetter. Leider auch ein warmes Wetter. Und der Schnee schmilzt schon weg. Bei uns auf der Schattenseite, Gott sei Dank, bleibt er lange. Ich werde jetzt einmal da runterfahren. Das ist unsere Forststraße. Jetzt, wie gesagt, der Schnee ist jetzt pappig und nicht mehr pulverig. Und ich habe das Gefälle unserer Forststraße schon gemessen. Also das sieht man nämlich auf der Kamera nie, wie steil es ist. Es ist hier ein Gefälle von genau 30%. Ja, also 13,5 Grad habe ich gemessen und das sind 30%. Kann sich nie wer vorstellen, ja, wie steil es hier ist. Deswegen auch im Winter mit dem Auto gerne eine Challenge. Ja, und schauen wir mal jetzt vor mir oben. Schauen wir mal, wie es da bremst oder so. Ja, also. Wow. Wow, bist du deppert? Na, es bremst schlecht. So, da wird es jetzt flacher. Also das wird man wahrscheinlich auf der Kamera auch wieder nicht sehen. So, geschafft. Und jetzt schauen wir mal, ob ich es aufschaffe. Aber ganz easy. Wow. Ah, rutschig ist schon. Wow, ja, oh ja. Na, muss man mit dem Körper ein bisschen arbeiten. Ah, da wo das Auto hart gefahren hat, da ist es rutschig. Ja, schaut, da drüben ist der Schnee schon weg auf der Südseite. Cool. Cool, cool. Sind Freunde da zum Rollen. Deswegen steht da halt ein anderes Auto. Ja, also das ist das Lustigste. Ah! Jetzt ist der Rolling Burnout fast schief gegangen, weil das Vorderrad weggerutscht ist beim Bremsen. Man muss ja bremsen fahren. Aber das hat wirklich eine gute Traktion. Ja, Leute. Ich will euch da jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich werde jetzt einmal noch hinauffahren, die andere Steigung. Und es gibt schon wieder was Neues. Ich habe schon wieder was bestellt bei Suron.at. Eine kurze Übersetzung. Ihr wisst, ich bin ein Freund kurzer Übersetzungen. Ah, wow, bist du deppert. Okay. Ich habe bei den Motorrädern auch immer eine kürzere Übersetzung. Es gibt einen Kit mit einem 58er statt 48er Zahnkranz. Das sind die Rodler.
Die lassen mich in Ruhe. Ja, und da brauche ich natürlich eine längere Kette. Und die gibt es, also es gibt eine passende Kette für den 58er Zahnkranz. Und die Kette hat ein Schloss, das heißt, ich muss nicht die Schwinge ausbauen, um die Kette zu tauschen. Alles quer, Urgeil! Ah, bist du deppert! So, jetzt runter. Ja, beide Füße oben. Beide Füße oben. Uah, bist du deppert! Das Steile kommt erst. Langsam, langsam. Da sieht man die Spur vom Rauffahren. Ja, also es geht schon. Alles mit Traktionsverlust und ohne Bein runter. Super Training, super Übung. Geile Sache. Wow. So, jetzt rutscht das Hinterrad, bremst nicht mehr. Jetzt flach. Das waren die kurzen Neuigkeiten von der Suron oder Saron vom Kreuzberg. Danke, Freunde, fürs dabei gewesen sein. Und lasst mal einen Daumen da, lasst mal einen Kommentar da und Baba, bis zum nächsten Mal.